So Leute, versuchen wir nochmal. Überlame, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Bräuchte ich Munition oder Moment. Irgendwas? Ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Weil ich in eine Wunderkerze gelaufen bin. Da hat einer seine Geburtstagstorte stehen lassen mit einer Wunderkerze drin. Und ich fange an. Ich sterbe an die Wunden der Wunderkerze. Ey, ist wieder Battlefield. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment. Ja, natürlich, Digga, komm. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Ja, und wie soll man das jetzt machen eigentlich, wenn die Aliens immer hinter mir her sind, so Frage? Also wenn die schon bei mir sind, wenn ich überhaupt in den Raum reingehe? Weiß ich nicht, wie ich das machen soll, keine Ahnung. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Das ist sowieso nicht, Mann. Geschafft. Ist rot, können wir eh nicht speichern. Noch ist alles gut, glaube ich. Jetzt kommt's. Steht direkt vor der Tür. Ich glaube, von links kommt auch eins. Ich glaube, da müssen wir jetzt hin. Das ist über mir. Mach auf. Boah, wenigstens erstmal hier, Leute. Ich hoffe, dass hier die Aliens jetzt nicht kommen. Wir sind schon gut vorangekommen. Jetzt muss ich bloß noch da raus. Und da hoch. Wenn das Viech weg ist jetzt, dann geht's.
genau über mir, glaube ich. Das Viech muss weg. Die sind genau über mir. Mann! Oh, ich hab die Schnauze voll, Leute. Man kann es nicht schaffen. Man kann es nicht schaffen, ey. Es hat bloß noch was mit Glück zu tun, ja, ohne Scheiße. Es hat kein bisschen mehr was mit irgendwie Können zu tun. Und sowas nervt mich, wenn du aufgrund des Spiels... Wenn es einfach nur Luck ist, sowas nervt mich. Die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Ich glaube, ich laufe einfach durch. Ich versuche einfach durchzulaufen jetzt. Lauf weg! Kommt wieder hoch, glaube ich. Ich versuch's einfach. Beide hier. Was ist, wenn ich so ein Geräusche mache da hinten hinschmeiß? Was ist, wenn ich dich hier hinten hinmache? Komm. Komm, vielleicht haben wir es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Ich hoff's. Die Musik, alles ist weg. Oh, my God.
Was passiert jetzt? Scheiße. Ich hab gedacht, wir sind durch. Na toll. Gehen Sie zurück zur Luftschleuse. Toll. 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 Ich freue mich. Jetzt kommen bestimmt wieder diese Drecksviecher, ey. Diese kleinen Viecher, die mich hier anspringen wahrscheinlich. Wir brauchen Flammenwerfer-Munition, ist äußerst wichtig, aber... gibt's hier, glaube ich, nicht wirklich. Das ist das Problem. Leuchtfackel brauchen wir auch nicht unbedingt. Alter, was geht hier ab? Tausende. Alles voller Eier, Freunde. Ich hab mich. Ja. Die muss abfackeln, weil dann ansonsten würde es nichts. Muss abfackeln. Ich hoffe, dass wir jetzt auch wirklich wieder hier anfangen und nicht jetzt wieder vom letzten Speicherpunkt. Das wäre jetzt richtig räudig. Hey, Gott sei Dank, Alter. Ich habe schon Panik gekriegt. Ich glaube, es ist ein Bug. Ich glaube, es ist ein Bug manchmal. Ey, du, ich bin nicht mal in der Nähe des Feuers und trotzdem kriegt mich das Feuer. Ich bin nicht mal in der Nähe. Mann, Leute, ey, was soll denn das, ey? Ich laufe einfach nur geradeaus. Ich laufe einfach nur geradeaus! Ich bin einfach nur geradeaus gelaufen. Ey, das ist wie bei Battlefield. Genau dasselbe wie bei Battle. Ich gucke jetzt auf den Boden, wo ich hinlaufe. Wo ist denn hier bitte Feuer auf dem Boden? Nirgendwo. Also wir nehmen Flammenwerfer mit. Munition ist natürlich gleich leer, wenn wir die Viecher jetzt kaputt gemacht haben. Ist ja klar. Ey, wie schnell die Munition leer geht, Leute. Guck mal, ich habe jetzt über die Hälfte aufgebraucht. Ist ja auch nicht normal. Es macht einfach nur Spaß, Leute. Es macht einfach nur Spaß. Es macht einfach nur noch Spaß, dieses Spiel. Ey, ich habe gehofft, dass wir es durch haben. Nein, wir haben es nicht durch. Wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen. Als wenn ich nicht beide getroffen habe, Mann. Es ist so geil. Es ist so geil und logisch gerade. Ist das die Uhrzeit unten oder ist das 14? Ja, doch. Es wäre cool, wenn er mal die Uhrzeit anzeigen würde für dich, Leute. Was man so... Ich trete gleich rein. Ich trete echt gleich rein. Was bringt denn dieses Feuer, Mensch? Was bringt mir dieses Feuer? Ey, es ist einfach nur maßlos übertrieben. Ey, ich laufe einfach nur geradeaus und sterbe am Feuer. Was soll denn das jetzt, Leute? Ich begreife das jetzt gerade echt nicht. Muss man das jetzt... Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Ich habe doch draufgeschlagen. Was muss ich denn nochmal? Ich muss da lang gehen, wo die verfluchten Eier noch geschlossen sind. Ja, aber hier in dem Gang habe ich doch gar keine Wahl, weißt du?
verstehe das gerade nicht. Was ist das jetzt hier für eine behinderte Stelle, ohne Scheiß? So, jegliche Munition wegballern, ansonsten überleben die Viecher ja wieder. 7, schön. Die Viecher verfolgen mich und ich muss sie tot machen. Ansonsten rennen sie mir ewig hinterher, glaube ich. Das ist so behindert gerade. Also diese Drecksviecher. Sie stressen so rein. Sie machen auch überhaupt gar keinen Sinn, auch nicht. Ganz ehrlich. Vor allem sind die Eier hier schon offen, also was bringt es? Lad doch noch eine Stunde nach, Digga. 7 habe ich noch, toll. Mit 7 kommt man ja weit. Mit 7 Munition. Null Schuss. Null Schuss. Das heißt gleich tot. Oh, bitte komm. Ich höre dich schon wieder, Mann. Ich brauche Munition. Lad nach. Kann nicht zurückgehen. Toll. Ich kann nicht zurückgehen. Alter, wo muss ich denn hin, Leute? Jetzt passiert. Was ist jetzt passiert? Ich hab gar nichts gepeilt. Hä? Ah. Ach, das war so ein großer Lastenaufzug vielleicht, der dann irgendwie abgestürzt ist oder so. Oh, so ein Speicherpunkt, Leute, wäre echt göttlich. Oh, das ganze Flammenwerferzeug gefällt mir gar nicht. Bedeutet nur wieder, dass hier ganz viele. Das bedeutet nur wieder, dass hier ganz viele Aliens gleich kommen und ich die alle abbrennen muss. Habe ich schon mal gesagt, dass ein Speicherpunkt geil wäre? Nein! Da waren noch ganz viele Türchen. Hoch, hoch, hoch. Gucken wir mal, vielleicht. Hier sind noch ganz viele Türchen. Vielleicht finden wir hier noch was. Wir haben nochmal Munition gefunden, Leute. Ist ganz gut. So, komm runter hier. Ein Speicherpunkt, bitte. Bitte ein Speicherpunkt. Mann, wozu brauche ich denn Pistolenmunition? Ich brauche einen Speicherpunkt, verdammt. Hier. Schön, 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 schön. Speicherpunkt.
Ich hab gedacht, ich hab schon mal so ein Viech gehört. Ach du Scheiße! Alter! Ich muss es hier einfach nur durchschaffen. Da unten kann man speichern. Irgendwie hier links wahrscheinlich. Bestimmt gleich die fucking Aliens. Zu knapp. Alter! Zu knapp. Shit! Ich kann jetzt nicht. Alter, ich hab, ey, das ist ein halben Herzinfarkt, ohne Scheiß. Hier rüber, komm. Bitte nicht verbrennen, bitte nicht verbrennen. Speicherpunkt, los jetzt. Speicherpunkt brauche ich. Da kommen wir nicht durch. Brauchen einen Speicherpunkt, verflucht. Das wäre so geil, einen Speicherpunkt zu haben. Scheiße, ich habe doch gerade das kleine Viech gehört. Ich will jetzt nicht an so ein Viech sterben, Mann, das wäre voll kacke. Ja, und jetzt? Und da bin ich gekommen. Ja, und jetzt? Ah. Okay. So. Oh shit. Komm schnell weg hier, Mann, schnell weg. Komm, die müssen wir auch schnell looten hier, der hat bestimmt was bei. Wo müssen wir denn hin? Konnten nicht speichern. Verschwinden Sie durch die Luftschleuse und evakuieren Sie zur Wartungsbühne. Es befinden sich explosive Beutel auf der Notentriegelung. Beeilung, Sebastopol fällt schnell. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Wo muss ich denn hin? Ich will speichern eigentlich, aber... Hier kann man speichern. Bitte warten, ernsthaft? Ist es euer Ernst, Mann? Komm, schnell! Komm schon, komm schon, komm schon!
Diesmal klappt's hoffentlich. Diesmal klappt's anscheinend. Komm, 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 mach hinne. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier hoch. Muss ich jetzt versuchen, auf das andere Schiff raufzukommen, oder wieder was? Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss hier. Scheiße, ich glaube, hier fliegt gleich alles in die Luft. Ich kann aber auch nicht rennen oder irgendwas. Wo muss ich denn hin? Warte mal. Alter, ernsthaft? Da kommt doch nochmal irgendwas, Leute. Ganz ehrlich, da kommt bestimmt nochmal irgendwas. Das ist doch nicht das Letzte jetzt hier. Da kommt nochmal irgendwas, kommt nochmal. Irgendwas passiert jetzt gleich noch. Das Alien verfolgt mich oder zieht mich zurück oder irgendwie sowas. Oder das Schiff wird getroffen von irgendeinem Trümmer. Und ist dann kaputt. Das könnte auch noch sein. Komm, 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 komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist hier irgendwas, weil die Musik so komisch ist? Wir gucken mal nach vorne. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, das Ding geht nicht mehr auf. Lauf, meine Kleine, lauf! Ripley, lauf! Ist es normal, dass man so langsam ist? Ob man im Weltall wirklich so extrem langsam ist, so schwerfällig auf alle Sachen? Wäre echt mal interessant, ne? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Was ist der Auftrag? Entriegeln Sie die Torrents. Was meint ihr mit entriegeln jetzt? Wie mache ich das jetzt? Gesperrt. Muss ich hier außen hin, oder was? Ah. Schlüsselkarte benötigt. Toll!
Was kommt jetzt? Mal gucken. Was kommt jetzt? Treffen Sie Verlaine auf... Ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Jetzt kommt doch noch mal was. Versuchen wir mal, ob das geht. Gelangen Sie zur Brücke. Ich hoffe, es kommen keine Aliens mehr. Eigentlich... Muss ich mich ausziehen? Ich will mich nicht ausziehen. Wie komme ich jetzt darüber? Hier links. Verlaine? Gucken wir mal. Ich will nicht schon wieder fliehen. Komm, 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 komm! Ja, meine lieben Leute, und damit sind wir fertig mit Alien Isolation. Leute, zuallererst erstmal, bevor wir jetzt kurz drüber sprechen über dieses Spiel, ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die mich unterstützt haben, bei allen Leuten, die dieses Community-Projekt, was es ja war, Alien Isolation, haben wir alle entschieden, dass wir spielen. Vielen, vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben. Es waren viele Leute permanent dabei, durchgehend, die das gefeiert haben, dieses Let's Play, und wirklich permanent geschaut haben. Das fand ich sehr, sehr nice von euch, Leute. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich danke euch wirklich sehr. Das hat Bock gemacht, hat wirklich Bock gemacht. Wird es bestimmt irgendwann nochmal geben, ein Community-Projekt, vielleicht nochmal ein Horrorspiel, mal gucken. Das war auf jeden Fall, würde ich mal erfolgreich sagen, Leute. Ja, bei Alien Isolation muss ich sagen, ein sehr altes Spiel. Eins der ersten Spiele, die für die neuen Konsolen rauskamen. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es mir nie geholt, weil ich es uninteressant fand und ich hatte so keinen Bock drauf und habe auch nicht so geglaubt, dass es irgendwie so der Burner ist oder so. Dass ich mich jetzt darauf eingelassen habe, das war wie gesagt Community-Entscheidung. Aber ja, ich muss jetzt doch nachträglich sagen, es ist mega groß, mega lang. Also ich glaube 25, 30 Stunden braucht man für die Story und es ist wirklich eigentlich schon viel. Also gut, in unserem Fall haben wir jetzt vielleicht um die 20 gebraucht. Das sind, glaube ich, jetzt über 30 Parts. So um die 20 rum. Aber trotzdem, es ist recht lang für ein Storyspiel und vor allen Dingen für ein altes Spiel. Ja, die alten Spiele waren ja eigentlich nie so groß. Und das hier ist doch recht umfangreich, würde ich sagen, ja. Ist auf jeden Fall auch gut gemacht. Soundkill ist auf jeden Fall mega geil. Ich habe mich auch an vielen Stellen extrem erschrocken. Ich glaube, ihr auch. Es gab wirklich Sachen, wo ich wirklich Gänsehaut hatte. Und obwohl man manchmal wusste... Oder Stellen wiederholen musste, weil man gestorben ist. Und wusste, dass gleich der Gegner wiederkommt an dieser Stelle. Oder man hörte ihn. Oder wusste einfach, man stirbt jetzt gleich. Hat man sich trotzdem immer wieder extrem erschrocken, weil es doch echt gut gemacht ist, dieses Spiel. Ja, es war auf jeden Fall erfolgreich. Es ist ein cooles Horrorspiel. Wenn es mal im Sale ist, Leute, kann ich euch nur empfehlen. Spielt es vielleicht mal selber durch. Ist ein bisschen langwierig und eintönig vom Design her. Aber trotzdem cool gemacht. Story ist auch nicht schlecht, obwohl ich mir jetzt das Ende ein bisschen anders vorgestellt hätte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, irgendwie, dass es vielleicht noch andere Enden gibt, weil das Ende jetzt hier war jetzt nicht gerade aussagekräftig. Ein zweiter Teil von Alien Isolation. Ja, wer weiß, könnte man sicherlich irgendwie ausmalen oder erweitern mit irgendwelchen Sachen. Aber gut. Ja, Leute, gutes Spiel. Erfolgreich durchgespielt. Einige haben mir gesagt, dass manche das abgebrochen haben, weil sie es nicht geschafft haben. Ich bin stolz darauf, es geschafft zu haben, mit wenig...
Items. Ja, eigentlich nur den Flammenwerfer, die Schusswaffen. Ansonsten habe ich eigentlich nichts gebraucht, außer zum Schluss jetzt nochmal den Geräuschemacher. Aber ansonsten, Leute, gut durchgekommen, würde ich sagen. Den Elektroschock habe ich noch einmal benutzt, glaube ich. Geiles Spiel, geiles Let's Play, geiler Typ, geile Community, erfolgreiches Projekt, Leute. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, wenn euch das ganze Ding gefallen hat. Supportet mich, teilt die Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns, lesen uns wieder in den Streams, in einem neuen Let's Play, in einem neuen Projekt oder einem bestehenden Projekt. Ich bedanke mich bei der ganzen Penunity, die beste Community auf YouTube. Haut rein, euer Punishu. Ende und out. Signing off.